fährt immer noch so wie er. Das braucht noch ein bisschen. Wir greifen jetzt ein mit Abfahrer. Unserem LKW. So kann die Ernte schneller verlaufen. Fahrer fährt da schon hin, behalten wir mal mit dem linken Auge. Ansonsten ja, man könnte einen Kurs berechnen mit Aussaat. Beziehungsweise wir haben eigentlich einen. Ja, der will eher zu mir. Hören wir uns mal auch noch ran. Wald kann man verkaufen. Bisschen Wald. Verkaufen wir die Wiesen. Dafür kaufen wir uns Wald. Die Wiesen, die wir schon geerdet haben, werden dafür gut geeignet. Und zwar auch Land. Kaufen. Und ab mit der Wiese, das ist ein bisschen blöd. Verkaufen. Das nehmen wir auch nicht mehr. Gut. Da werden wir uns einen schönen verkaufen wir auch, ne? Auch kein Mensch. So, mit dem Wald kaufen. Der kostet 1 Million. Naja, Maschinen brauchen wir auch noch. Dieses Stück Wald kostet ein paar tausend. 460.000. Werde ich am Hof, ne? Könnte man zur Not zur Acker umwandeln. Zur Not. Kaufen wir mal diesen Wald. Das sieht ganz gut aus. Das sieht nicht gut aus. Rest rein. Also können wir nachher, wenn wir den Aussaat machen. Weiß ich noch. Wald können wir kippen hin um. So, wir haben ein bisschen Geld. Verkauf. Jetzt schauen wir mal einen schönen Baumfäller. Das war doch irgendwo hier. Freut euch ihn genau mitten vor der Nase. So, da haben wir Pinose, wo wird den heiß? Oder ein Comacho.
gehabt. Der ist für kleine Bäume. Und der hat gute Erfahrung. Risiko. Die Reifen haben wir so, wie es ist. Schon nicht schlecht, ne? Kostet auch irgendwas. Kostet der Spaß? 443.000. Wo viele Bäume fällen. So, jetzt haben wir ein Forstgerät. Jetzt brauchen wir noch einen Hänger zum Holzverkauf. Das heißt, wir haben da Spezialhänger, sagt man ganz vorsichtig. Hoffe ich jedenfalls, wie es drin ist. Autowood. Den nehmen wir uns mal. Den kenne ich gar nicht. Der hat garantiert Autoload. Breitreifen. Dann müssen wir noch die Baumstumpfen entfernen. Von Pflanzen reden wir noch gar nicht. Da haben wir zu Standard da. Naja. Kaum auch gleich. Da wir jetzt keine Grasball mehr machen, können wir die Sämaschine verkaufen. Da können wir ja die komplett verkaufen. Nehmen wir auch krass. Kann verkaufen. Wen ja nichts mehr. Wird ja nicht wertvoller, ne? Schwarten tun wir auch nicht. Gut. Zeit. Haben wir noch. Gut. Da haben wir Probleme. Keinen Glück gehabt. Aber der fährt nicht weiter, weil der Ilge wieder ist. Ah doch. Dann können wir näher schön Bäume umdienen. So. Läuft ja von alleine, hoffe ich jedenfalls. Dann haben wir noch einen Traktor, ja, dann haben wir eine Pompe.
halt. Der Borkenkäfer ist da. Wir arbeiten. Schnell rausholen wir das. Ganz schnell. Fahr mal rechts an, ne? Mal rechts rein. Tüte mit flacher Brust. Er schleicht über der Straße. Dann gehen wir den Borkenkäfer an die Wäsche. Ich habe den verkehrten Hof genommen. Entschuldigung, Kratz am Hals. Übertrinken. Ja, fährt schön, ne? Schöne Wölkchen hier. Noch nicht, die Bäume, die gehören mir nicht. Ja. Die Lenkung nicht an mir. Schwach. Ketten kann man nicht so schnell fahren, ne? Aber der Tank ist voll. Aber die Ernte geht voran, das ist gut. Wenn man den Verkaufskurs einfahren, Raps und Soja. Klappe. Ich wollte an den Waldboden schauen, ne? Zeit, der geht wieder schnell. Jetzt habe ich den Überblick verloren, ich freue mich, jetzt kann ich es.
Rucksack kaputt aufgebrochen. Nichts Gutes. Aufpassen. Abfahren. Der Begriff durchdrehende Reifen, wenn er steht, ein bisschen günstig gewesen. Das klappt ganz gut. Aber die sind bald fertig. Da will ich mal ganz kurz gucken. Reparatur. Garage. Hier mehr Verlust gibt an der Ernte. Ob der nicht kaputt ist. Ich hab beinahe verkauft. Gut. Auf zum Wald. So, liebe Freunde, die Zeit ist abgelaufen. Ich sag mal. Ne? Schön, das Winkel-Winkel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo oder beides. Ich sag schon mal Danke. Ja, ne? Schön.